Hallo Leute, willkommen bei diesem ganz anderen LS22 Video. Ich habe ein Sticker-Album bekommen. Und bestimmt habt ihr schon davon gehört, dass es das gibt. Und ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich eins bekomme. Also von Giants. Ich habe das von Giants geschickt gekriegt. Ja, super. Vielen, vielen Dank übrigens. Hat mich ganz doll gefreut. Ja, wie gesagt, ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte nur, die großen Silber- und Goldjungs kriegen sowas. Ja, und da ich das in meiner Provinz hier auch gar nicht kaufen kann, das gibt es in größeren Städten meines Wissens, also wahrscheinlich auch in kleineren, aber bei uns ist es so klein, dass es da das nicht zu kaufen gibt laut Internet. Aber in größeren Städten kriegt man das zum Beispiel in verschiedenen Edekas und ich nehme mal an, auch im Zeitschriftenhandel und so weiter. Aber da ich halt hier ganz ab vom Schuss wohne, dachte ich mir, tja, schade, kann ich mir nicht kaufen. Nun gut, dann halt nicht. Und dann habe ich erfahren, dass es in meinem Büro liegt. In Deutschland, da bin ich ja nur selten. Da lag es jetzt schon ein paar Tage und heute habe ich es mir abgeholt und finde das ganz super. Ja, bei so einem Sticker-Album muss ich an meine Jugend denken, als bei irgendeiner Weltmeisterschaft die ganzen Jungs aus der Klasse solche Sticker-Alben hatten und dann die vollgeklebt haben und die Fußballer getauscht haben. Und das war Wochen oder Monate fast das wichtigste Thema überhaupt, wenn es nicht gerade um Unterricht ging. Und jetzt gibt es sowas für den LS. Ich denke mal, die Zielgruppe sind nicht nur Jungen im normalen Sticker-Album-Alter, sondern als ich auf der FarmCon davon erfahren habe, zusammen mit allen anderen, da haben die Augen von so manchem gestandenen Mannsleut richtig angefangen zu strahlen. Die haben nämlich auch an ihre Fußball-Sammelalben gedacht und waren so richtig in Nostalgiestimmung. Und ich wette, dass da ganz viele Männerherzen höher schlagen. Ich sag jetzt mal hier einfach Männerherzen, weil bei uns damals waren es ausschließlich Jungs, die diese Sammelalben hatten. Und aber es gibt bestimmt auch Frauen, die sowas gerne mögen. Und ich freue mich einfach, ja, weil ich es toll finde. Und ich finde es auch eine sehr gute Idee, dass Giants das gemacht hat, weil allein diese strahlenden Augen zu sehen auf der FarmCon, dieses, oh, ich kann es kaum abwarten. Und was waren das für schöne Zeiten? Dafür ist es das schon wert. Und ich habe sogar auch 5 Aufkleberpackungen dazu gekriegt. Das heißt, wir können auch gleich ein bisschen kleben. Aber erstmal werfen wir mal einen Blick rein. Also, es ist ein Sticker-Album. Wer sowas gar nicht kennt, der wird wahrscheinlich staunen und sich fragen, was soll denn das? Und aber für verschiedene Sachen ist sowas üblich. Oder fällt mir ein, ich habe auch mal ein Eiskönigin-Sticker-Album gesehen. Da war die Zielgruppe bestimmt eher Mädchen. Aber das war in der Zeit, da war ich schon Großmutter. Ja, und das ist halt ein Sticker-Album für den Landwirtschaftssimulator. Ja, mit Trecker. Alles deutlich zu erkennen. Hier werden die Marken schon mal gezeigt. Hier gibt es ein paar mitgelieferte Aufkleber. Da hinten auch noch. Hier. Da kann man dann also gleich mal loskleben. Und hier ist so ein allgemeines. Das sind dann wohl die Bilder von den Karten vielleicht, weil hier werden die Karten gezeigt. Hier haben wir, oh, wir haben Oberlrung zweimal und das ist aber Erlengrad und Elmkrieg. Vielleicht ist das Thema nicht amerikanisch genug. Aber ich habe mitgekriegt, einige amerikanische und englische YouTuber haben sich auch sehr gefreut über die Sticker-Alben. So. Ja, und hier geht es jetzt markenbezogen weiter. Hier haben wir Amazone als Marke. Es ist eine deutsche Firma. In Haßbergen haben die ihren Sitz.
Gründungsjahr 1883, das ist schon eine Weile her, und die haben etwas über 2000 MitarbeiterInnen. Und das finde ich cool, dass sie hier diese Kurzinfo über die Firmen dazu schreiben. Die muss man sich sonst ja eher so zusammensuchen. Hier haben wir Kuhn. Das ist jetzt eine französische Firma. Da hätte ich gedacht, nun, das klingt wie eine deutsche Firma. Die hatten schon 1828 Gründung und haben 5300 MitarbeiterInnen. Und hier steht jetzt was dabei, um welche Maschinen es geht. Die Seemaschine Zetern 15001C und so weiter. Und das ist dann eine Prekea und so. Und man kann es auch an den Nummern erkennen. Die Power-Bestellkombo. Ah, das ist bestimmt so eine Seemaschine, wo die Kreiselecke mit dabei ist. Hier haben wir Case in einer Doppelseite. Und dann hier wie so ein Factsheet und so ein, ja, so ein Spielavatar mit Case-Klamotten an. Glas. Ja, wie so ein Sticker-Album sein muss. Ich finde die Idee irgendwie grandios. In schicken schwarzen Deutz haben sie hier. Und wenn wir Glück haben, können wir vielleicht nächstes Jahr zur FarmCon, da zur Deutz Arena nach Lauingen fahren. Aber das ist natürlich, das ist, steht noch nicht fest, meines Wissens. Aber viele wollen gerne dahin. Das ist das, was ich dazu weiß. Und naja, wenn es woanders ist, dann freue ich mich trotzdem auf die FarmCon. Hauptsache FarmCon. Fendt darf natürlich nicht fehlen. Grimme. Krone. Kühe. Na, ja, das ist doch schön. Ich hoffe, ich habe ein paar Tierkleber. Jo, die ganzen LS-Tiere. Kubota ist schon drin. Lempken und Horsch. Massey Ferguson. New Holland. Valtra, voilà. Ja, da sind die neuen Valtras schon mit integriert. Und hier was über die Farming Simulator League. Und das war's dann auch schon. Und dass man Merchandise bestellen kann. Na, kleben wir doch ein paar, würde ich sagen. So, das ist jetzt Aufkleber 8. Mal gucken, ob ich das scharf kriege. Der selbstfahrende Futtermischer. So. Da. Voilà. Gut. Dann haben wir hier 19. Oh, wow, das ist aber ein ganz prachtvolles Exemplar hier. Wunderbar. 19. Da. Der Xerion. Der berühmte Xerion. Bekannt von der Trekkertour. Oh, natürlich Schepp geklebt. Das ist typisch für mich. Ich klebe Aufkleber irgendwie immer etwas Schepp hin. So. Nummer 4. Ach, die gute alte Seemaschine. Na komm, wer hat scharf? Jawohl, sehr gut. Nummer 4.
So. Und Nummer 10. Ne? Braucht immer, bis es scharf wird. Jetzt. Sehr gut. Ein schönes Case-Schlachtschiff. Da. Ja, hier haben sie jetzt gar nichts dazu geschrieben, aber den kenne ich irgendwie. Ein größerer Case. So, dann gucken wir mal die von da hinten. Na, der New Holland Mähdrescher, der moderne Schicke. 85. So. Ja. Da geht es wahrscheinlich eher um den Grubber als um den John Deere Traktor. 76. Dun, 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 dun. Horsch, ja, das sieht ganz danach aus. Das ist Horsch Pronto 9 DC. Eine Universaldrille. Das ist eine Sämaschine. Oh. Hm. Ich hätte es jetzt eigentlich für eine Scheibenecke gehalten. Und habe mal ganz salopp Grubber gesagt, aber 76, ja. Ich kleb's mal hin. Die werden schon recht haben. Vom Landmaschinenspezialisten bin ich noch ziemlich weit entfernt. So. Ja. Hier würde ich aber sagen, den Grubber kenne ich, aber wer weiß. So, komm, scharf. Da. Jetzt, jawohl. Sehr gut. Ich glaube, den benutze ich sogar manchmal. Obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Ich benutze den großen blauen, den man aber noch anhebt, den man nicht so hinter sich herzieht, sondern den man anhebt. Der ist natürlich auch nicht so breit. Lemken auf jeden Fall. Bodenschon. Hybrid-Grubber. Na, dann bin ich aber froh. Und vereint die Vorteile von Grubber und Scheibenegge. Na, sehr gut. Der arbeitet ja auch weniger tief als ein normaler Grubber. So. Und dann so. Na komm, jawohl. Oh, der arme Aufkleber. So, 44. Das sieht massiv nach Krone aus. Richtig big. Der große Feldhäcksler. Für 515.000 Euro. Gut, ich denke, ich mache jetzt mal noch ein Beutelchen auf, weil ich bin ja schon neugierig, was da so drin ist. So. Da. Ja, Weinbergs Trecker. Ich nehme mal an, es geht hier um den Trecker. Ah,
Dann haben wir hier das Erntegerät und Hühner. Ich wollte ja gerne Tiere haben. Sehr schön. Wir haben den Glasladewagen, auch bekannt als Vorbild für den TARDIS-Ladewagen, den ich gemoddet habe. Also da habe ich den genommen und den einfach blau gemacht und das Volumen vergrößert. Und einen schönen blauen Traktor. Okay, gehen wir das mal nach und nach durch. Also hier erstmal 29. Ich lege die mal zur Seite, damit ihr das auch sehen könnt hier. Jawohl. Dann nehme ich an, dass es um den kleinen Fendt geht. Ja, das ist der kleine Fendt. Oh, und jetzt ist es hier schwieriger, die Aufkleber abzumachen. Für kleine oder ja, für kleine und mittlere Kinder gibt es auch irgendwie häufig so was Ähnliches wie Stickeralben, aber da sind dann schon alle Aufkleber mit dabei. Sowas habe ich meinen Enkeln öfter geschickt und mitgebracht und so. Da kleben die auch immer gerne. Die kleben dann noch schepper als ich. Aber ich muss gestehen, ich bin wirklich keine perfekte Aufkleberkleberin. So. Und jetzt haben wir hier den Traubenernter. Ja, komm. Ich versuche, dass er erstmal meine Hand schärft, aber das nützt alles nichts. So vielleicht? Na komm. Jawohl. Sehr schön. Und der hat die Nummer 87. Ja, und bei diesen Stickeralben, wo es diese Tütchen zu gibt, also diese Sammelalben, da ist ja dann auch das Phänomen, dass man dann Doppelte hat und viele einfach nicht kriegt. Man kann diese Tütchen dann irgendwie kaufen. Ich nehme an, dort, wo man auch das Album kaufen kann. Und dann kann man sich mit seinen Freunden zusammentun und miteinander tauschen. Und bei diesen Fußballalben gab es immer bestimmte Leute, fast nie, die waren dann super selten. Und ja, dadurch haben die Anbieter gute Umsätze gemacht, weil das ganze Taschengeld in diese Aufklebertütchen geflossen ist. Und das Grundprinzip ist hier das gleiche. So, hoffen wir mal, dass es jetzt schneller schärft. Vielleicht, ja, das ging jetzt gut. Vielleicht sollte ich nicht zu nah ran. 18. So. Der schöne Glasladewagen. Na. Oh, der ist aber schief. So, da kriegen Perfektionisten eine Krise, wenn sie mir zugucken. Es tut mir leid, ich wollte euch nicht in eine Krisensituation versetzen. So, na komm. Ist es scharf? Ja, ich glaube, jetzt ist es scharf. So, das ist Nummer 96. Und man muss bedenken, hier ist ja nur ein Teil der... Oh, ein Waldra. Und ich habe ihn nicht erkannt. Da muss ich mich jetzt aber ganz doll schämen. Kann ich es auf die kleine Darstellung schieben und meine altersschwachen Augen? Ja, ich schiebe es mal darauf. Na. So.
Naja, ich färbe die Waltras halt meistens ein, benutze die nur ganz selten in Blau. Darum hat es für mich wenig Wiedererkennungswert. Hüstel. Und jetzt kommen noch die Hühner. Voilà. Also, 52. Hübsche Federn. Ja, das finde ich auch. Darum gibt es bei mir auch immer ein paar Hähne im Stall. Aber auch die Hühner sehen schön aus. So, sehr gut. So, jo, ich denke mal, für ein erstes Erkundungsvideo zum Thema Stickeralbum vom LS reicht das jetzt schon. Wenn ihr großes Interesse habt, mache ich vielleicht irgendwann nochmal eine Öffnung dieser anderen Tüten und klebe die dann auch ein. Momentan fehlt mir die Zeit, es länger zu machen, und ich denke mal, das Video ist auch lang genug für das erste zu dem Thema. Und man kann ja noch ein zweites machen, bei Gelegenheit mal. Okay, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!